Sehr gut, vielen Dank, Alexander, und vielen Dank ans Publikum. Das freut mich sehr, dass ich Teil davon sein kann. Und vielen lieben Dank. Bisschen Hintergrund. Ich bin als Zuschauer war ich bei der Zukunftspersonal im September in Köln. Und ich wollte sehen, was so in der Luft ist in Bezug auf die Konzeption im E-Learning-Bereich. Der Grund dafür ist, dass ich bin Geschäftsführer von MautCC. Wir sind eine Agentur für digitales Lernen. Wir erstellen maßgeschneiderte Lerninhalte hauptsächlich für Firmenkunden. Mein Hintergrund seht ihr ein bisschen hier. Ich bin nicht Deutscher, aber ich hoffe, Sie können trotz meinem Akzent mich gut verstehen. Ich wohne hier in Düsseldorf seit 15 Jahren. Ich habe mich promoviert in Soziologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Mein Hintergrund ist eher so Politikwissenschaften und Journalistik und auch ein bisschen Germanistik dabei. Allerdings habe ich über 20 Jahre im Bildungsbereich von Adult Basic Education, English as a Second Language in Minnesota bis zu Soziologie, Dozenttätigkeit letztens an der Uni Duisburg-Essen. MautCC, wie gesagt, wir sind eine Agentur für digitales Lernen. Wir versuchen, die Träume von unseren Kunden im E-Learning-Bereich zu verwirklichen. Und nach einigermaßen würde ich sagen, dass wir das ziemlich gut tun. Der Grund dafür werde ich gleich erzählen. Im letzten Jahr haben wir mehr als 50 E-Learning-Projekte über ein zwölfköpfiges Team umgesetzt und dazu auch die Lernaktivitäten lokalisiert. Wir sind stolz darauf, dass wir eine starke Kundenbindung aufrecht halten könnten über die 19 Jahre, dass wir eine Agentur sind. Und unser Anspruch ist an Kundenzufriedenheit und an Kreativität. Das heißt, kreative Lösungen finden für Probleme, die unsere Kunden begegnen, sagen wir mal. Am wichtigsten und der Grund, warum ich hier bin und warum ich zu Zukunftspersonal gegangen bin, ich wollte sehen, was neu in der Luft ist in der Konzeption von E-Learning. So, Konzeption ist ein großes Wort. Man muss keine Angst davor haben. Das ist einfach, ne, das Problem verstehen und mit den Werkzeugen, auch die Werkzeuge im Kopf, die bestmögliche Lösung finden für die Lernende. So, von daher habe ich drei Punkte, die ich mit euch besprechen möchte. Das erste Trend, was mein Team gesehen hat bei Zukunftspersonal, war wie vor ein paar Jahren das Thema Microlearning. Aber was heißt das für die Konzeption von E-Learning? Das komme ich gleich dazu. Aber wir sollen uns fragen, was brauchen die Lernenden, na, um halt den Inhaltsstoff zu transferieren zum Alltag. Zweiter Punkt, das ist auch vielleicht keine Überraschung, ist KI. Wie kann KI uns in der Konzeption von E-Learning-Module oder E-Learning-Programme unterstützen? Und der dritte Punkt ist sogenannte UGC, User-Generated Content. Ist das realistisch? Kann das umgesetzt werden? Spoiler Alert, ja, das kann umgesetzt werden, solange dass man ein Konzept dafür hat und natürlich auch die richtigen Werkzeuge. Aber bevor ich zu weit gehe, ich beginne mit meinem ersten Punkt und das ist E-Learning, na, der Fokus und Microlearning. Und das kommt aus der Bildungswissenschaft, nennt man das Spaced Learning auf Englisch. Und der Fokus ist auf kleine Lerneinheiten, die maximal 2, 3, 4 Minuten pro Tag dauern. Die Idee dahinter ist, dass durch diese Repetition ist man in der Lage, nach so einem Kurs gestreut über ein paar Wochen, 3, 4 Wochen, jeden Tag ein bisschen, dass die Information, das Wissen top of mind bei den Lernenden bleibt und dass ein Wissenstransfer gewährleistet werden kann. Wie gesagt, das Thema hier und der Punkt hier ist eher weg von dieser klassischen. Wir haben ein E-Learning-Modul, das dauert eine Stunde und eher in die Richtung Flexibilität für die Lernenden, damit die
paar Minuten am Tag den ganzen Inhaltsstoff inhalieren können, sozusagen. Und wir sehen hier, dass das oft in Kombination mit einer leichten Gamification stattfinden kann. Das heißt, wir haben das gesehen bei uns unter Vertriebsteams, kann das sehr gut funktionieren, diese Wettbewerbsdynamik, dass die Leute damit halt weiterkommen und sich messen können gegenüber anderen Kollegen, anderen Teilnehmern. Das kann auch in Kombination mit einem sehr leichten KI funktionieren. Zum Beispiel, wir haben häufig ein Tool benutzt, was ein sehr leichte KI, ein Algorithmus dahinter hat. Das ist Microlearning im Sinne von, wir kreieren so einen Fragepool mit 140 Fragen. Wir schieben die Fragen in Kategorien, Wissensstufen auch. Und je nachdem, wie man die Fragen beantwortet, checkt das System das. Man kriegt dann bei der nächsten Sitzung Fragen zugeschossen, damit man ein Wissensloch füllen kann. Sowas kann auch sehr gut funktionieren, weil das sehr adaptiv ist. Das heißt, das ist maßgeschneidert für die einzelnen Lernenden. Aber um das zurück zum Thema Konzeption zu bringen, um einen Kurs, um einen Ansatz zu konzipieren, muss man ein bisschen anders denken. Das ist kein klassisches Storyboard, wo man schreibt, okay, hier sind die Lernziele, Kapitel 1, Kapitel 3, Kapitel 4, Zusammenfassung, etc., etc., vielleicht Quiz am Ende, sondern ist das eher lebendig, als Lernerfahrung. Und wenn man plant dafür, dass ein Kurs so 2 Wochen dauert, dann kommen die Ideen ein bisschen anders, wenn man die ersten Ideen brainstormt. Genau, und hier ist der Fokus und hier bin ich ein bisschen persönlich zwiegespalten, weil sehr wichtig ist, dass Leute das über ein Smartphone machen können. Und unsere Ergebnisse soweit ist, dass das sehr gut ist zum Thema, wie kann ich Lernen im Alltag integrieren. Jetzt kommt die Frage grundsätzlich, weil ich glaube, Leute sehen das unterschiedlich. Können Leute mit dem Smartphone eigentlich lernen oder konsumieren die einfach Informationen? Weil die Punkte sind leicht unterschiedlich. Aber das Thema können wir auch im Roundtable auch besprechen. Ob das mobile Endgerät eigentlich für Lernen geeignet ist. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Und wie gesagt, das Thema Microlearning, Konzeption, die Schritte, die man mental machen muss, um das erfolgreich zu gestalten, können wir auch im Roundtable besprechen, falls es Fragen dazu gibt. So, KI. Ich gehe davon aus, alle haben erste Begegnungen mit KI-Lösungen gehabt. Wie gesagt, das ist kein komplett neues Thema. Und das haben wir umgesetzt in Microlearning seit 3, 4 Jahren jetzt, mit diesem leichten Algorithmus. Aber jetzt in Bezug auf Generative KI in der Konzeption können wir als Konzeptionierer davon profitieren, indem wir zum Beispiel Claude 2 oder ChatGPT als Sparring-Partner im Brainstorming verwenden. Ich bin ein bisschen zu perfektionistisch drauf, um KI, sagen wir mal ChatGPT, für ein komplettes Storyboard zu benutzen. So weit sind wir noch nicht, so weit ist, um ehrlich zu sein, die Technologie auch noch nicht. Aber diese ersten Schritte, wenn man denkt, okay, ich würde gern ein Onboarding-Modul für Leute bei meinem Unternehmen starten oder konzipieren. Was könnten die Lernziele sein? Oder wie könnte dieser Instructional Design so grob aussehen? Oder was könnte eine Executive Summary von meinen Trainingsmaßnahmen? Wie könnte das aussehen? Und dafür braucht man keine ausgefeilte Prompts, sondern kann man irgendwie, wie gesagt, ChatGPT als Sparringpartner benutzen, um seine eigenen Ideen zu spitzen, zu verfeinern. Wie gesagt, diese Content-Generierung, diese automatische Erstellung, bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, obwohl ich das in meinem Tool-Portfolio oder wir in unserem Tool-Portfolio
seit langem schon haben. Adaptives Lernen ist auch ein guter Punkt. Das habe ich ein bisschen erwähnt zum Thema Microlearning. Aber wie gesagt, diese Benutzererfahrung, was braucht die Lerner? Na, die Lernenden brauchen, oder so wie ich die Dinge sehe, brauchen die Lernenden, um effektiv zu sein, irgendeine Lernerfahrung oder Lernumgebung, das sich anpasst zu den Bedürfnissen. Videoerstellung ist auch ein Thema. Vielleicht haben Sie das mitbekommen durch die diversen Medien. Diese Deepfake-Avatare, kann man sehr gut Videos damit erstellen. Und es geht auch weiter in Bezug auf Vertriebsschulungen, zum Beispiel das Thema immersive Rollenspiele. So, das ist sehr interessant. Das ist ein Ansatz, was wir gesehen haben bei Zukunftspersonal, wo ein Vertriebler einen Pitch gibt vor der Kamera. Und die KI ist da trainiert, um direkt Feedback zu geben in Bezug auf Non-Verbal Kommunikation, aber auch in Bezug auf die Botschaften. So, man muss irgendwie keinen Vertriebstrainer per se da einsetzen, sondern es gibt automatisierte Lösungen dafür auch. Nochmal, in der Konzeption, na, Erstellung sieht ein bisschen anders aus, aber in der E-Learning-Konzeption, ChatGPT, diese diversen Tools können sehr gut funktionieren als Sparringpartner, ohne dass man zuerst tiefgründiges Wissen zum Thema Prompts oder Prompt Engineering haben muss. So, nach und nach kommen mehr KI-Lösungen. Wir waren bei der LearnTech in Karlsruhe im Mai und haben ein paar Integrationen gesehen mit Generative KI. Zukunftspersonal habe gedacht, dass wir mehr sehen würden, aber ich glaube, die Hersteller, die Entwickler sind ein bisschen vorsichtig damit, weil, wie gesagt, das Thema Content-Generierung, ja, das KI nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse von den Lernern, einzelnen Lernern zu verstehen, ist doch ein Problem. So, das heißt, für Storyboarding, oder um Fragen zu erstellen, kann man KI benutzen, aber dieser menschliche Teil kann noch nicht ersetzt werden. In der Konzipierung soll man das im Hinterkopf behalten, dass KI nicht alle Probleme lösen kann in der Erstellung oder in der Konzeptionierung von E-Learning, kann uns aber immens helfen, bessere, schnellere, effizientere E-Learning-Module zu konzipieren und dann umzusetzen. Und dann kommen wir zum Thema User-Generated Content. Ich glaube, für viele, viele Organisationen ist das einfach der Traum, ne? Dass die Fachexperten selber die Fähigkeiten und die Werkzeuge haben, um ihre eigenen Expertise mit Kollegen zu teilen. Was da ein bisschen eine Herausforderung ist, wie auch immer, ist, dass Fachexperten sind kein Didaktiker. Ne? Die meisten. Sehr intelligente Leute, sehr nette Leute, aber verstehen nicht rein Information, Zusammenfassung, was der Unterschied zwischen das ist und ein Konzept oder ein Storyboard oder ein didaktisch aufbereiteter Lernansatz. Zu dem Thema User-Generated Content, natürlich gibt es ein paar KI-Lösungen zunehmend, aber in der Konzeptionierung, was man braucht, ist ein klares Verständnis von den Rollen, von den Erwartungen, die man hat an Fachexperten, sowie auch an den Werkzeugen, die man benutzen kann, was ein Unternehmen zur Verfügung hat, die es leichter machen können, in Kombination natürlich zukünftig mit KI sehr guten Inhalt zu erstellen und das zu verteilen an den Team. Die Idee, der Traum hier, also das Zunehmen kann Wissen dezentralisiert werden oder die Erstellung von Wissen. Und das muss nicht immer über den Schreibtisch von einem L&D-Expert gehen, sondern mit dem richtigen Ansatz, mit einem richtigen ausgearbeiteten
maßgeschneiderten Konzept für eine Organisation kann das ziemlich leicht umgesetzt sein. Und es gibt auch Autorentools, die diese ganze Frage Didaktik, was ein sehr, sehr großes Wort ist, die versuchen durch Vorlagenarbeit und so programmierte didaktische Ansätze die Didaktik schon in dem Tool einzubetten. So, das heißt, die Fachexperten können dann rein auf Inhalt sich konzentrieren. Und falls Sie Fragen dazu haben, können wir das auch gerne im Roundtable besprechen. Hier gibt es auch ein paar neue, relativ neue Plattformen, wobei Fachexperten sehr leicht gute Videos von ihren Themen aufnehmen können. Nicht nur aufnehmen, aber dann auch verteilen an andere Menschen in der Organisation. Und auf diese Art und Weise, na, in der Konzeption, was dazu kommt, und hier meine ich nicht, okay, was kann, wie kann ein Fachexperte ein Lernpfad konzipieren? Das ist eher, na, dass man einen klaren Plan hat. So Straßenkarte. Wo geht es hin? Was bringt uns dahin? Und wie kann man das so einfach wie möglich für die Teilnehmer oder für die Fachexperten, aber auch für die Lernenden, für die ganze Organisation einfach gestalten, damit man kein Projekt beginnt, wo man sagt, okay, hier, Webcam, nimm dich auf, schick mir die MP4-Datei und dann schauen wir mal. Das würde nicht reichen für Pläne in Bezug auf User-Generated Content. Genau, und hier, wenn wir denken, okay, wie kann eine neue Strategie, einen neuen Einsatz, wie kann das in einer Organisation am besten funktionieren, ist durch die direkte Kommunikation von Leadership mit dem Team. Na, dieser persönlichen Touch, aber man sollte nicht zum Leadership gehen und planlos sagen, okay, ich hätte gerne ein Video von Ihnen, was ich dann verteilen möchte. Sondern, na, die didaktischen Elemente sollen da sein. Es soll einfach sein, auch für einen Geschäftsführer zu sagen, okay, ich habe eine Botschaft, was ich gerne teilen möchte. Wenn man ein richtigen Konzept, richtigen Plan, richtige Tools hat, dann muss man keinen großen Fass damit aufmachen, sondern so eine Botschaft von einem CEO oder von einem Fachexpert, sobald es generiert wird, kann das leicht verteilt werden und der Wissensstand idealerweise der gesamten Organisation wird dadurch steigern. Okay, das war ein bisschen schnell mit meinen drei Themen, aber nochmal als Zusammenfassung. Die drei Themen, die wir identifiziert haben, wenigstens bei Zukunft Personal und auch ein bisschen, sagen wir mal, in der Luft, im Bereich sind eigentlich die beste Reihenfolge ist KI, so ein Brennpunkt, in vielen Bereichen, vor allem im, E-Learning-Bereich. Microlearning, was irgendwie vor 5 Jahren, das, schien eher die helle Zukunft, anzubieten. Aber das ist immer noch ein Thema und das Potenzial wurde noch nicht komplett ausgenutzt da. Deshalb ist das nochmal in 2023 ein Thema, auch bei Zukunftspersonal. Und dann das Dauerthema oder wie gesagt, das Fantasiethema, wo wir idealerweise alle hingehen möchten, ist in Richtung User-Generated Content. Wir kommen alle von Organisationen, wo so viel Wissen da ist, operatives Wissen, strategisches Wissen und in der Konzeptionieren, na, das Ziel von L&D soll leicht das Wissen von der ganzen Organisation zu transferieren zu den einzelnen Mitarbeitern. Wenn man einen Plan dafür hat, wie gesagt, und die Werkzeuge, kann man das ohne Probleme und mit großem Erfolg umsetzen. So, nochmal die drei Themen. Microlearning, KI, User-Generated Content. Und falls alles doch zusammenkommt, wird unser Leben, auch als Agentur, aber für Sie als L&D, oder für dich als L&D-Verantwortliche, Personalverantwortliche,
HR, das wird unser Leben deutlich vereinfachen und drastisch zum Erfolg von unserer Organisation beitragen. So, vielen Dank. Und ich bin gespannt auf die Roundtable-Sessions mit Ihnen. Ja, Michael, vielen Dank. Ich habe jetzt auch direkt mal eine Frage hier mitnehmen können, jetzt an die Roundtables. Also die Frage war nochmal, welche Tools es hier tatsächlich geben könnte, also mit Namen genannt, wie wir User-Generated Content eben umsetzen könnten. Ich habe jetzt Nina geantwortet, dass wir das idealerweise mitnehmen können. Die Angela hat jetzt schon mal Easy Generator mit reingenommen, als ersten Namen genannt. Und ich glaube, das ist ein guter Übergang, wo wir uns jetzt alle an die drei Tische setzen können, wo wir, wie gesagt, alle drei Tische werden wir das gleiche Thema bedienen, nämlich das, was jetzt der Michael hier präsentiert hat. Konzeption, Fragen dazu, Anregungen dazu, andere Meinungen vielleicht dazu und Tipps. Und dann haben wir dann eben um 10:40 Uhr die zweite Session zum Thema Eispringen und beziehungsweise eben zum Thema Erstellung. Und somit danke, Michael. Bis gleich. Und für all diejenigen, die erstmal ein bisschen chillen wollen oder einfach sich nur eins zu eins austauschen wollen, habe ich die Social Lounge nochmal daneben gepackt. Da findet ihr dann auch noch Platz. Ich danke euch. Bis gleich.